Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon gibt ihr Amt auf. Ich kündige meine Absicht an, als Regierungschefin und Chefin meiner Partei zurückzutreten, sagte die 52-Jährige am Mittwoch in Edinburgh. Auch wenn diese Entscheidung für viele überraschend und für manche zu früh komme, wisse sie, dass dies der richtige Zeitpunkt sei. Sie wolle so lange als First Minister und Chefin der schottischen Nationalpartei im Amt bleiben, bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden sei. Mit Blick auf eine Kontroverse um ein umstrittenes Gendergesetz sagte Sturgeon, ihre Entscheidung sei keine Reaktion auf Druck und schwierige Situationen in der Vergangenheit. Stattdessen merke sie mittlerweile, welchen körperlichen und psychischen Einfluss die großen Belastungen der Corona-Pandemie für sie als Regierungschefin hinterlassen haben. Sturgeon war seit November 2014 im Amt. Sie ist damit die am längsten amtierende schottische Regierungschefin. Sie folgte auf ihren damaligen Parteikollegen Alex Salmond, der mittlerweile eine neue Partei gegründet hat.